Die Beinpresse. Übung Nummer 34 und 35 aus dem Trainingsmittelkatalog. Übung Nummer 34 bezeichnet das Beindrücken Herkules und Übung Nummer 35 bezeichnet das Beindrücken im Liegen. Da uns aber nur eine einfache Beinpresse zur Verfügung steht, fasse ich diese beiden Punkte zusammen. Unsere Schnellbeinpresse ist eine simple Konstruktion und ein durchdachtes Konzept mit nur einem beweglichen Teil. Zur Funktion der Beinpresse. Der Athlet sitzt in einem einfachen Konstrukt mit einem gepolsterten Brett als Sitzuntergrund und einem weiteren Brett als Rückenlehne. Die Füße werden mit angewinkelten Beinen auf die zur Kraftübertragung vorgesehene Plattform gelegt, in diesem Fall mit relativ weit unten gehaltenen Fersen, um eine Mitarbeit der Wadenmuskulatur sicherzustellen und die möglichst weite Streckung des Oberschenkelmuskels zu erreichen. Das Gewicht wird aus der Halterung gedrückt, welche bei uns automatisch wegklappt. Und generell ist besonders darauf zu achten, dass die Beine niemals vollständig durchgestreckt werden, da dies schwere Schäden im Knie hervorrufen kann. Als nächstes lässt man in einer möglichst langsamen Exzentrikbewegung das Gewicht die Beine vollständig bis an den Oberkörper drücken, um dann aus der vollen Streckung der Oberschenkelmuskulatur die Last wieder bis kurz vor der kompletten Streckung der Beine vom Körper wegzupressen. Die Knie sollen hierzu möglichst nicht nach innen oder nach außen zeigen, sondern sollen stabil in einer Linie zu den Fußspitzen gehalten werden. Das Besondere an der hier gezeigten Beinpresse ist der Wirklastverlauf. Anhand der Grafik lässt sich erkennen, dass die Last, welche auf die Beine wirkt, höher wird, je weiter die Beine ausgestreckt werden und mit dem Anwinkeln der Beine bis auf Faktor 0,96 sinkt. Das heißt, je günstiger der Beinwinkel zur Bewältigung der Last, desto schwerer die Last. Als Beispiel, aufgelegt wird eine Last von 150 Kilogramm, sind die Beine komplett angewinkelt, muss eine Wirklast von 144 Kilogramm bewältigt werden. Bis die Beine komplett ausgestreckt sind, steigt die Wirklast auf, je nach Beinlänge, bis zu 273 Kilogramm. Diese Rechnung lässt sich mit einem einfachen Winkelhebel nachvollziehen. Wer Lust hat, das nachzurechnen, kann das gerne tun. Ich blende die Grunddaten der Beinpresse einfach mal ein. Thank you.